Mist, du bist dran. Was Süßes für euch. Oh mein Gott. Der Wein schmeckt exzellent mit der Schokolade. Zigarette? Mm. Nein, 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 nein. Du musst so richtig tief inhalieren. Jetzt du. Ach, wenn der Krieg nicht wäre, hättet ihr zwei Hübschen sicher ein tolles Leben. Genießt jeden Moment. Ladies? Ich habe Teile gestohlener Daten auf dem Computer entschlüsselt. Berichte von Regimesoldaten, die ein Treffen mit Captain Blaskovich überlebten. Nach dem Zusammenpuzzeln der einzelnen Informationen fand ich heraus, dass er nach einem bestimmten Ort suchte. Labor X. Dann muss er dort sein. Gehen wir! Warte noch, Jazz. Nur wenige wissen, wo sich Labor X befindet. Setz dich hin, Arschratte! Du kannst mich mal. Sprecht ihr Germanisch? Ausreichend. Abby? Wir haben eine Nachricht von General Lothar Brandt abgefangen. Hier. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. Das war alles. Darf ich mal? General Lothar hat die Brüder gebaut, um Paris zu unterwerfen und zu kontrollieren. Ein Maschinenkommandant in jedem Turm bewacht die Schlüssel zu den Hauptcomputern. Wenn wir die übernehmen, können wir den Zugang zu Labor X öffnen und euren Vater finden. Dringt in die Türme ein. Tötet die Maschinenkommandanten. Besorgt die Schlüssel. Knackt die Hauptcomputer und fertig ist der Lack. Der Lack? Was für ein Lack? Müssen wir irgendwas anpinseln? Oh, tut mir leid. Das ist nur eine Redewendung, die Arfa und Kenneth benutzen. Ist mir schon klar. Hab dich nur verarscht. Kenn ich natürlich das mit dem Lack. Wow. Für mich? Vielen Dank. Sof, ich fürchte, die Brüder sind eine Nummer zu groß für euch. Ihr müsst trainieren, bevor ihr euch auch nur in ihre Nähe wagt. Viel Erfolg. Und gib Bescheid, wenn ihr mehr Zigaretten braucht. Okay, Mädels? Gut gemacht, Abby. Die ist echt cool. Meinst du, wir übersehen etwas? Zum Beispiel? Dass sie eine falsche Schlange ist. Warum kannst du nicht einfach mal zufrieden sein, Jess? Wir sollten uns umsehen, Soph. Vielleicht können wir jemandem hier helfen. Na klar, Schwester. Bonjour. Gestern hat das ganze Ziegel von den Dächern geblasen. Jetzt scheint die Sonne.
Hallo, alles klar? Hi, Hallöchen. Was auch passiert. Ich bin froh, euren Vater getroffen zu haben. Er ist eine große Person. Wie geht's euch? Hey. Bonjour. Hallihallo. Ihr Mädels habt Kampfgeist, keine Frage. Aber ihr seid trotzdem noch nicht bereit. Ihr müsst noch trainieren. Hier drüben ist was richtig Cooles. Kann ich kurz mit euch reden? Lefi, oh, es gibt ein großes Problem. Das Regime versucht, unser Wasser und unsere Atemluft unter Einsatz großer Maschinen zu vergiften. Viele sind schon krank wegen des Giftes. Findet die Maschinen im Untergrund unter dem Siegesboulevard. Ihr wisst schon wo. Und zerstört sie, bevor wir alle draufgehen. D'accord? Hallo, wie bist du da? Wir müssen reden. Nach General Lothars Rückzug konnten wir einen geheimen Außendienst.
Wade? Habt ihr gerade etwas Zeit für mich? Meine Freundin Marianne wurde gefangen und ins Krankenhaus nach Klein-Berlin geschafft. Sie soll dort einer Gehirn. Der Distrikt, den ihr nun betretet, heißt Klein-Berlin. Hier leben die höchsten Offiziere und Kommandanten der Regimepolizei. Vor kurzem haben sie alle Zivilisten ausnahmslos weggeschafft. Alles wegen des Pariser Aufstands. Bitte, seid vorsichtig, ja, Mädels? Hier wimmelt es von Patrouillen. Soph, vor jedem der Brüder befindet sich ein Eingangstor. Extrem hohe Sicherheitsstufe. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr einen anderen Weg reinsuchen. Wir müssen nach dem Krankenhaus Ausschau halten, wo das Regime diese Marianne hingeschafft hat. Ja, bringen wir sie nach Hause. Oh!
bleibt stehen! Macht eure Waffen bereit! Nach dieser Regie wird deine Frau, es gibt kein Morgen, Schwester! Das Regime wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon. Damit werden Informationen kommen. Viel Erfolg. Mit dir reden, wenn wir wieder in den Katakomben sind. Thank you.
Oh, getroffen, Jess! Ich brauch Hilfe! Ich bin nicht die Kassette! Achtung, Granate! Ich ändere meine Position! Der Nazi-Magnet. Regimesoldaten. Thank you.
Schütze ist platziert. Gut gemacht, Mädels. Dies ist der Siegesboulevard, der von General Lothar Brandt aus Häme so benannt wurde, nachdem er vor 4 Jahren an dieser Stelle einen Aufstand niederschlug. Von damals hat Jacques seine Narben und viele tapfere Widerstandskämpfer verloren ihr Leben. Jetzt ist der Boulevard ein kalter, toter Ort aus Stahl und Beton. Also, viel Glück, Mädels. Nicht. General Lothar hat danach alles verstanden. Ich kann nicht schießen! Ja, Kommandant, Verstärkungseinheit ist unterwegs. Thank you.
Hört zu, Mädels. Eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt. Platziert eine Bombe am Fahrzeug. Viel Glück, Schwestern. Sehr gut, Mädels. Ich wechsle die Position. Position! Ist klar, verstanden? Ich wechsle die Position! Mega krass und voll extrem! Wir haben von mehreren Quellen verstörende Berichte erhalten. In eurer Nähe scheinbar wahllos Zivilisten. Rettet so viele wie möglich, okay?
da drüben. Was ist das? Wie gefällt dir das? Giftmaschine ist zerstört. Einer hin. Das war mega cool, so.
übrig. Wir rufen zwar links und rechts diese Arschlöcher weg, aber es kommen dauernd neue nach. Mama meinte, dass es nicht darum geht, wie viel man austeilen kann, sondern wie viel man einstecken kann. Wir sind zäher als diese Schweinebande. Scheiße, ja. Alle Maschinen sind zerstört. Gibt's Neuigkeiten? Messer, dank euch müsste das Wasser bald wieder sauber genug zum Trinken sein. Ihr seid so mutig wie euer Vater. Ihr seid großartig. Hi. Hey. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Nach der Zerstörung von Bruder 3 hat das Regime einen Radiosender auf dem Siegesboulevard errichtet, um seine Propaganda... Sag dem Doktor, habt ihr kurz... Eine Gruppe Widerstandskämpfer wurde in einem... Was sagen. Wir haben ein Team zum Areal 4 für politische Gefangenen geschickt. Hallo. Oh, mon Dieu. Habt ihr Klug den Wachway? Hallöchen. Findet Labor X, dann findet ihr auch euren Vater, okay?